Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin ZDB, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen OMSI-Video hier auf diesem Kanal. Wir stellen euch heute eine Mod vor, die von Stonebreaker kommt. Und zwar hat er den Hamburger Stadtbus Solo 2017 Citaro hier mal ein bisschen gemoddet, so ein bisschen soundtechnisch und ein bisschen texturentechnisch, und das möchte ich euch hier heute gerne mal präsentieren. Das Ganze findet ihr bereits schon auf OMSI Webtools, könnt ihr euch runterladen, falls ihr natürlich Bock drauf habt. Aber hier wird halt das Addon benötigt, Hamburger Stadtbus-Paket. Solltet ihr das haben, einfach rüberziehen, installieren, fertig. Installation ist super simpel. Macht aber vorher als kleinen Tipp hier nochmal eine Sicherungskopie, denn überschreibt halt den Originalbus. Stonebreaker, der hat, wie gesagt, hier mal gesagt, so, schau doch dir das mal an, so soundtechnisch und so. Muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so hundertprozentig bewandert. Ich weiß immer nicht so, wie das Ganze mal so klingen soll, wie das klingen muss. Dazu fahre ich einfach viel zu selten Bus. Ja, ich bin halt immer überwiegend mit dem Auto unterwegs und sowas. Aber sollte euch natürlich hier irgendwas auffallen bei dem Addon, ja, so soundtechnisch, oder vielleicht ist euch ein Fehler aufgefallen, schreibt das hier am besten in die Kommentare. Der Stonebreaker wird sich das durchlesen. Oder aber natürlich auch auf der Seite von OMSI Webdist. Da ist das natürlich auch. Schreibt hier unten einfach denn, was euch aufgefallen ist. Ja, hier wurde eine in der Version jetzt aktuell sind jetzt hier neue Sounds und Sound-CFG passen zum NGT, nur Solo. Ja, also das steht jetzt hier drin und funktionierendes Modell. Und beim nächsten Patch soll auch der NGT in der Gelenkversion folgen. Also wenn es jetzt da einen nächsten Patch geben wird. Und soweit sind das die ganzen Sachen, die auf OMSI Webdus stehen, ist ja halt doch mal ein bisschen bedürftig da, was da mal so ein bisschen steht. So ein bisschen mehr Text fände ich persönlich immer gar nicht so verkehrt. Okay, ich würde sagen, wir springen mal rein und wollen mal uns das Ganze hier anschauen. Starten dementsprechend schon mal soweit alles. So, Linie 317 fahren wir heute auf der Karte Dresden-Schöner. Nein, das ist jetzt hier falsch. CCC 1506. So. Und 317-01. So, Abfahrt ist in 12 Minuten. Nach Kreuzberg. Wir fahren von Schönewitz aus. Und ja, dann der Sound vom NGT. Ich gehe mal jetzt nach hinten. Ja. Nein, das war nach außen, nach hinten. Wenn euch jetzt hier irgendwas aufgefallen ist, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich erkenne da jetzt leider keinen großen Unterschied. Aber naja, einen großen Unterschied erkennt man aber allerdings hier dran. Wenn wir die Beleuchtung nämlich einschalten, sehen wir auf einmal, na klar, die ganze blaue Beleuchtung, die sich hier jetzt uns sichtbar zeigt. Und das muss ich sagen, sieht verdammt nice aus. Gerade auch im Dunkeln, das kann sich absolut sehen lassen. Ich kann ja mal ganz kurz mal den Fahrplan noch mal rausnehmen und wir stellen jetzt einfach mal die Uhrzeit einfach mal jetzt hier auf Nacht, ne? Dann sieht man das Ganze schon, wie cool das eigentlich hier alles aussieht, wenn das Ganze natürlich mal blau beleuchtet ist. Sieht man nicht immer bei jedem Bus oder sowas. Aber einzelne Sachen sind dementsprechend noch nicht wirklich, ja, mit dem neuen Lämpchen ausgestattet. Wie wir zum Beispiel oben halt bei dem Regler sehen von Licht. Wir haben hier unten zwei Tasten, die sind noch nicht ganz drin, eine Direkttaste und eine Busheben- und Senktaste, sowie, ja, hier bei der Gangschalter, da ist das Ganze dementsprechend halt auch noch nicht wirklich blau beleuchtet. So, schalten wir wieder zurück um 15.15 Uhr, ne, machen wir 15.25 Uhr jetzt, denn dann haben wir nämlich hier gleich die ersten Fahrgäste, können jetzt hier den Fahrplan wieder aktivieren. 317 nach Schönewitz, so weit, so gut. Da haben wir den Fahrplan und ja, jetzt sollte eigentlich wieder so wird alles passen. Ja. Danke. So. Nein. Da sind wir noch nicht.
Heute mal ohne Track AR. Weil letzte Wochenende ja im Livestream ja doch echt viel gespielt und da habe ich mich wieder so dran gewöhnt, auf einmal wieder diese Tasten zu drücken. Ist ja ganz schön kalt hier drin. Ja, dann musst du wieder aussteigen, wenn es draußen wärmer ist. Eigentlich nicht ändern. Naja, da haben wir jetzt ja hier ein bisschen mal wieder so unsere uns waren keine Leitstellen fahren, aber wir sind auf jeden Fall für die Firma gefahren, für unsere Busbetriebsfirma. Und da muss ich sagen, ist so eine relativ coole Sache, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Wenn der Busbetriebssimulator läuft, dann macht das auch echt Bock. Es gab mal eine Zeit, weiß ich noch, wie heute, die konntest du den Busbetriebssimulator absolut vergessen. Hat sich scheinbar jetzt mittlerweile gelegt. Finde ich großartig. Also auch Updates manchmal helfen doch ziemlich viel. So, wir schalten hoch. Wenn jetzt noch jemand einsteigen möchte, dann jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Dann geht's jetzt nämlich weiter. Wir müssen nach links. Sie fahren so schlecht. Ja, du mich auch. Hilfspfeile sind an. Hallo. Ja, wunderschön. Muss ja nicht mit uns mitfahren, ne? Da waren wir ja gerade. Schon lange nicht mehr gefahren mit dem C2 hier. Ja, genau. So. So, irgendwie spielt er hier mir die Ansage nicht ab. Kann das sein? Guten Tag. Irgendwie mysteriös. Nö. Wir sind jetzt an der Kufenstraße, ne? Ja. Dann halt nicht, kann ich nicht ändern. Weil wir ja gerade eine Ansage hatten, jetzt ist sie weg. Sie ist weg. Weg. Ja, nein. Sie muss jetzt nicht ohne sein. Das ist zum Beispiel eine schöne Karte, um halt neue Busse soweit vorzustellen. Allgemein Busse vorzustellen. Das ist kurz, man kann sich das Ganze halt ganz in Ruhe hier anschauen. Haben ein Überland, haben Stadt, also in jeder Region passt hier alles was rein. Dresden ist absolut schöne Karte. Auch das könnt ihr euch natürlich runterladen. Absolut kostenlos. Honigwaffel, auch hier. Super Arbeit.
Jetzt sind wir natürlich nur das Schild im Spiegel. Das ist natürlich auch, das ist auch Kunststück. Schon mit dem Mercedes-Stern da drauf. Es dauert ein bisschen, wa? Bis der das Ganze dann ansagt. So, alles einsteigen gehen. Nächste Haltestelle. Waldherweg. Ja, wahrscheinlich mal gerade das die komplett gerade gecrashed gehabt, warum er gar nichts mehr abspielen wollte. So, dann sind wir ja schon wieder kurz vorm Ende. Also wenn ihr, wie gesagt, hier irgendwas natürlich bemerkt habt, so soundtechnisch, dann gerne damit in die Kommentare. Auf jeden Fall, was mir noch so ein bisschen auffällt, am besten nochmal so kleine Installationsanleitung vielleicht noch reinpacken ins Paket. Das wäre natürlich noch eine coole Sache. Ja, so Fehlerfixes, weiß ich nicht, wie man das zukünftig handhaben möchte, wäre natürlich auch genial. Boah, fällt der Scheiße. Ey, der fährt mir rein. Der fährt mir einfach rein. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Also ich glaube, von der anderen Seite bist du echt besser bedient. Kommst du nicht rum? Kommst hier nicht rum? Da bin ich so ein bisschen an Landkreis Forsthausen. Ich würde sowas niemals hier irgendwie verbauen hier, so eine komischen Dinger da, dass du da nicht. Ja, kotzt mich ja alles an hier. Oh, genau. Ja, Schaffen ist ja nichts dagegen. Schlecht, ne? Mal. Ja. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Manfred, Freund,
Also irgendwie ist die Karte komisch jetzt hier. Ich bin sie ja schon gefahren, die Linie 370. Mir kam sie gar nicht so kompliziert vor. Das ist ja schamhaares Breite. Also mit dem Gelenkbus hast du hier schlechte Karten auf der Linie auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die lange Linie, das ist jetzt die kurze, die 317. Es gibt ja noch eine lange Linie, die man hier fahren kann. Was fährt er denn jetzt nicht? Danke. Endhaltestelle. Ja. Unfall. Ist mir egal, weißt du? Wenn man keinen Platz macht. Der muss man damit leben, dass das so ist. Ja, die Fahrt ist auf jeden Fall jetzt schon zu Ende. Na, mein Gott. Holy die Waldfee. Ja, also das ist er auf jeden Fall. Das ist der NGT-Mod für den C2 aus der Hamburger Stadtbusfamilie. Gerne könnt ihr das natürlich hier alles in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ob euch irgendwas aufgefallen ist, tontechnisch, ob ihr Fehler bemerkt habt, dann wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Dazu ist sie ja da. Und sonst, ja, würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Omsi-Video hier natürlich wieder, wenn es weitergeht mit einem weiteren Part. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.